Servus und herzlich willkommen zur Formel 1 2021 MyTeam-Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Brasilien, sind jetzt also schon beim dritten Rennen vor dem Saisonfinale, das drittletzte Rennen dieser Saison. Wir sind aktuell in der Rangliste, sogar auf Rang 13, müssen gucken, ob wir uns da vielleicht vor Alonso halten können oder vielleicht noch Stroll angreifen können. Auf jeden Fall haben wir ja hin und wieder mal ein paar gute Punkte mitnehmen können, vor allem auch im letzten Rennen jetzt gerade in Mexiko. 4 Punkte, das tut auf jeden Fall gut, vor allem auch für die Konstrukteursrangliste, wo wir jetzt einen Punkt vor Alpine sind, und das wäre schon eine Riesensensation, wenn wir hier im ersten Jahr, in der ersten Saison, 7. in der Konstrukteurs-WM werden würden, aber dafür muss noch einiges passieren. Jetzt können wir hier für Schwarzmann $50.000 ausgeben und er bekommt Fahreranerkennung dazu. Ich sehe jetzt keinen Grund, die $50.000 zu sparen, die helfen uns auch nicht sonderlich weiter, von daher machen wir das gerne. Ja, dann haben wir 2 Tage Zeit für Aktivitäten, bis es zum Grand Prix-Wochenende geht, und die Auswahl ist relativ begrenzt. Da wir einen Entwicklungsstopp ja verkündet haben aufgrund der Reglementänderungen, werden wir nicht den Teamaufbau-Chassis machen. Ich denke hier die Teamanerkennung, auch wenn es wenig ist, ist das Beste. Und dann haben wir endlich genug Geld zusammen, um hier die Aerodynamikabteilung für $6 Millionen auf Typ 2 abzugraden, genauer gesagt die Ressourcenpunktentwicklung oder Erzeugung. Das hilft uns dann in Zukunft deutlich weiter, muss man sagen. Es gibt zwar nur 112 pro Woche, aber das ist einfach doppelt so viel wie vorhin. Zumindest von dieser Abteilung. Ja, es geht in langsamen Schritten voran, aber es ist auf jeden Fall ein kleiner Schritt. Und ich denke, das hilft auf jeden Fall weiter, zumal wir dann eben mit Typ 2 wieder mehr Teile entwickeln können, da wir bei der Aerodynamik schon an unserer Grenze sind von bekannten Upgrades, die wir mit Typ 1 entwickeln können. Und jetzt ist mittlerweile auch endlich bekannt geworden, welche Abteilungen betroffen sind. Es sind Aerodynamik und Antrieb, leider gerade die, wo wir schon am meisten entwickelt haben. Das heißt, es wird auch am teuersten sein, hier das alles halten zu können. Aerodynamik, da haben wir hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Teile. Und beim Antrieb sind es ein Tick weniger, 4, 5, 6 Teile, die uns verloren gehen. Puh, das ist natürlich ja nicht allzu schön. Ja, und ich denke, wir nutzen gleich die Ressourcenpunkte, die wir haben, und fangen am besten mit den größten Upgrades an, dass wir die direkt anpassen und behalten können. Das ist, denke ich, das Sinnvollste. Keine Ahnung, ob das dann funktioniert. Ich denke, ich würde jetzt hier auch gleich mal weitermachen mit dem Heckabtrieb und hier gleich einfach mal alle Teile anpassen. Bevor wir irgendwie auf dumme Gedanken kommen und irgendwas anderes uns überlegen. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, dass wir möglichst viele Teile auch von der Aerodynamik retten werden. Damit herzlich willkommen im Qualifying hier in Interlagos, Brasilien. Habe ich gerade Kupplung mit Bremsen verwechselt, sowas soll auch mal passieren, aber nichtsdestotrotz starten wir gleich die erste fliegende Runde hier im Qualifying. Die Schwierigkeitsstufe habe ich wieder zurück auf die 96 gestellt, die wir jetzt in den meisten Rennen auch in dieser Saison gefahren sind. Schauen wir mal, wofür das hier reicht. Die erste Runde war noch überhaupt nicht zufriedenstellend, damit sind wir aktuell ganz, ganz hinten. Ich hoffe, dass wir uns jetzt nochmal deutlich verbessern können. Das sieht auf jeden Fall nochmal nach einer deutlichen Verbesserung aus, fast eine Sekunde. Konnten wir da nochmal rausholen. Die erste Runde war wirklich schlecht. Schauen wir mal, wo gleich die Uhr stehen bleibt. Das muss im 1.6er Bereich sein. 1.68, das ist Platz 15. Und die Zeit hat am Ende richtig, richtig knapp gereicht, um in Q2 zu kommen. Schaut euch das an, die beiden Alfa Romeo auch mit einer 1.68. Die waren nur ein Tausendstel unterschiedlich schnell unterwegs. Und 40.000stel waren wir schneller. Boah, das ist richtig knapp. Schwarzmann immerhin mit Rang 19. War auch fast so schnell wie Russell. Auch hier ein Tausendstel Unterschied. Das ist auf dieser Strecke so krass, wie eng die Abstände sind. Gut, Hamilton fährt hier 1.53, aber der ist ja auch Hamilton. Aber ich bin sehr zufrieden, dass wir in Q2 gekommen sind. Das überrascht mich ein bisschen. Und wer weiß, ich gehe auf jeden Fall nochmal auf eine schnelle Runde und gucke, vielleicht starten wir ja dann wirklich von Platz 15. Ich denke, Alpha Tauri oder die Alpines werden wir hier nicht knacken können. So, wir haben jetzt gewartet, bis alle ihre erste Runde gefahren sind. Wir haben ja nur noch einen Reifensatz jetzt übrig, einen frischen, und gehen jetzt auf die schnelle Runde ohne Verkehr, dass wir da auch nicht behindert werden. Die Runde hat sich leider nicht so perfekt angefühlt. Schauen wir mal, wo die Uhr stehen bleibt. Eine 1.68 hatten wir, eine 1.67 haben wir jetzt, und damit sind wir erstmal wieder einen Tick schneller als Giovinazzi, der sicherlich nochmal rausgehen wird.
Aber vielleicht reicht's ja für Platz 15. Und am Ende hat's ganz knapp schon wieder gereicht. Richtig eng. 27.000stel jetzt der Unterschied zu Giovinazzi. Und wir gehen von einem echt ganz guten 15. Platz dann ins Rennen. Aber von der Pace her wird's wahrscheinlich schwierig sein, mit irgendjemandem aus dem Mittelfeld mithalten zu können. Und bevor es jetzt gleich ins Rennen geht, nutzen wir noch die Ressourcenpunkte, die wir im Training bekommen haben, um direkt hier mal beim Antrieb oder beim Triebwerk jetzt mal ein paar Teile zu retten für die nächste Saison. Und da haben wir dann fast alles schon geschafft. Das klingt ganz gut. Ich denke, wir werden auch das meiste schaffen. Müssen wir mal gucken. Beim Antrieb, bei der Aerodynamik weiß ich nicht, ob wir alles schaffen. Die wären mir eigentlich ein Tick wichtiger, aber wir kriegen das schon irgendwie noch hin. Mal gucken. Wir versuchen auf jeden Fall... okay, das wird schwierig. Ich glaube, die restlichen Upgrades sollten wir komplett hier bei der Aerodynamik retten. Ja, und dann geht's jetzt gleich in das Rennen nach Interlagos und ich habe so ein kleines Problem, nämlich mit der Steuerelektronik. 52% Abnutzung. Da sind ja schon zwei Teile defekt gegangen und wir müssen jetzt einfach hoffen, dass dieses Teil das Rennen aushält. Ich hatte mir gedacht, wenn wir ein schlechtes Qualifying haben, okay, dann können wir hier das Teil wechseln. Aber wir hatten jetzt ein ganz gutes und ich hoffe, dass dann in Australien das Qualifying ein bisschen schlechter wird, dass es sich lohnt. Und dann müssen wir mal gucken. Die anderen Teile auch schon relativ abgenutzt. Hier beim Verbrennungsmotor hätte ich vielleicht vorher schalten können und hier auf das dritte Teil wechseln können. Auch bei der MGUK, da haben wir auch noch ein ganz frisches Teil. Und genauso hier beim Energiespeicher, wobei der wird schon nicht kaputt gehen, aber hier beim Turbolader eben auch. Aber das machen wir dann auf jeden Fall im nächsten Rennen und dann hoffen wir mal, dass das alles passt bis zum Saisonende. It's all about how you were with my parents, yeah, it changed their mind. You were sweet and looking like you care, boy. That was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Perez, Norris, Sebastian Vettel und Stroll. Sainz, Gasly, Hamilton und Ali. Ricardo, Leclerc. Yuki Tsunoda und Fernando Alonso. Latifi, Giovinazzi, Nikita Mazepin und Kimi Räikkönen. Ocon, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Russell, Mick Schumacher und Robert Schwarzman. Und es gibt schon wieder so viele Gridverschiebungen, das ist echt nicht mehr normal. Wir gehen von Platz 10 ins Rennen, wir sind also 5 Plätze vorgerückt. Und da ist sogar vor uns noch Hamilton, der auch eine Gridverschiebung hatte. Also es sind mindestens 6 Leute, die irgendwie rückversetzt worden sind. Und wir gehen da vor dem einen oder anderen ins Rennen, der uns sicherlich richtig Druck machen wird in der Anfangsphase. Deshalb würde ich auch vorschlagen, dass wir hier mit der ersten Strategie ins Rennen gehen. Wir starten mit den Softreifen, wechseln dann auf die harten Reifen. Dann werden wir eine ähnliche Strategie haben wie die meisten heute, würde ich mal vermuten. Und dann können wir hoffentlich uns vor denen oder vor den Halten, die jetzt von hinten ankommen und uns so richtig Druck machen. Ich bin sehr gespannt, aber ich denke, es wird pace-technisch eher schwierig werden. Es muss schon noch was Zusätzliches passieren, dass wir heute in die Punkte fahren, auch wenn wir von 10 ins Rennen gehen. Und man soll ja auf jeden Fall immer hoffen. So, wir nehmen uns eine Startposition ein, laufen hier ganz schön auf Hamilton auf, vielleicht auch noch an Gasly vorbei. Nein, Spaß beiseite. Platz 10, bunte Mischung hier, Alfa Tauri, Ferrari, McLaren, Mercedes, alle am Start. Wir sind auf der Innenbahn, die gefällt mir hier aber echt nicht so gut. Ich hoffe, dass wir einen guten Start haben werden. Los geht jetzt der Grand Prix von Brasilien. Wir hoffen auf einen guten Start. Im Ansatz war es gut, aber dann verlieren wir irgendwie ein bisschen Schub nach vorne. Und dann wird es richtig eng. Leclerc gleich hier an uns vorbei. Der geht auch an Hamilton vorbei. Zum Glück haben wir nur einen Platz verloren und jetzt müssen wir hier mit EAS möglichst gut rausbeschleunigen. Hamilton, der Angriff auf Sainz, Leclerc auch schon vorbei an Sainz. Ricardo, wir gehen nach innen. Bremsen viel zu früh und Ricardo geht außenrum an uns vorbei.
keine gute Situation. Zwei Runden haben wir jetzt gleich überlebt und wir schwimmen gerade noch so ein bisschen mit im Fluss. Das läuft ganz gut, aber ich weiß nicht, wie lange wir das halten können. Da vorne reißen schon die ersten Lücken auf, zum Beispiel von Sainz auf Hamilton. Aber hoffentlich jetzt im DRS-Zug werden wir da auf jeden Fall keine Zeit verlieren. Hoffe ich doch, solange wir nicht rausfallen aus dem DRS-Fenster von Ricardo. Und jetzt haben wir den ersten Fehler gemacht und sind aus dem DRS-Fenster rausgeflogen von Ricardo. Das ist sehr ärgerlich, weil uns jetzt noch Tsunoda angreifen wird. Tsunoda jetzt schon auf der Außenbahn und da gibt's den Kontakt. Wir können uns aber noch vorne halten. Ja, da habe ich ihm ganz schön wenig Platz gelassen. Kein Wunder, dass da der Kontakt kam. Das tut mir leid, das wollte ich nicht, aber zum Glück ist nichts passiert, weder an seinem noch an unserem Auto. So, die nächste Chance für Tsunoda geben. Wir gehen wieder auf die Innenbahn. Diesmal lassen wir ihm mehr Platz. Er fährt auch neben uns hin. Steckt dann aber wieder zurück. Aber es wird nicht mehr lang dauern und dann wird Tsunoda an uns vorbeigehen. Gelbe Flagge da vorne, was ist da los? Sainz, ist das da? Der scheint ein Problem zu haben. Sainz mit dem Problem. Motorschaden oder Getriebeschaden. Sainz scheidet aus. Respekt auch an Fernando Alonso, der ist mittlerweile auf Rang 13, da war vorher noch Latifi und Alonso ist zusammen mit Ocon mit harten Reifen losgefahren, während der nächste Angriff von Tsunoda kommt. Boah, das war hart. Da hätten wir ihn vielleicht auch durchziehen lassen müssen. Ich glaube, es kostet auch zu viel Zeit. Ich weiß nicht, ob wir hinter uns, hinter ihm halten könnten. Im DRS-Fenster, dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn wir ihn vorbeilassen, aber wir verlieren nach vorne gerade pro Runde mindestens eine Sekunde. Aber da sieht man einfach, dass unsere Pace hier nicht die beste ist. Am Anfang konnten wir noch auf frischen Reifen gut mithalten. Nächster Angriff von Tsunoda, diesmal geht er auf die Innenbahn. Und jetzt ist er durch. Jetzt können wir nichts mehr ausrichten gegen Yuki Tsunoda. Und wir konnten uns nicht mehr bis Ende der Runde im DRS-Fenster halten. Ganz knapp sind wir rausgefallen, wie ärgerlich. Vor allem in der letzten Kurve verlieren wir immer 2-3 Zehntel unserer Reifen, jetzt aber auch schon 52% abgenutzt vorne rechts. Es ist auch nicht mehr Zuckerschlecken hier zu fahren, muss man sagen. Ja, viele waren jetzt schon in Runde 12 und 13 an der Box. Wir warten noch bis zu dieser Runde. Bis Runde 14, das war unser Plan. Da kommen jetzt auch einige wieder raus. Wahrscheinlich vor uns oder neben uns. Müssen wir gleich mal gucken, nicht, dass wir Probleme bekommen. Das ist Max Verstappen, der Führende. Das ist der Einzige, der jetzt vor uns rauskommt. Der war jetzt in dieser Runde also an der Box. 67% Abnutzung jetzt, wenn wir in die Box kommen. Ich frage mich, wie das Tsunoda so lange ausgehalten hat. Und er geht wieder durch. Wenn wir hier so ein bisschen holprig in die Box reinfahren. Tsunoda und noch einer, ich glaube Perez, die sind draußen geblieben. Respekt, dass sie das so lange aushalten mit diesem Reifen. Auch Latifi bleibt draußen. Ha, bei uns war es nicht so einfach. 2,3 Sekunden der Stop, das ist echt okay, echt gut. Jetzt die restlichen Stops und ich glaube Tsunoda kommt weit, weit vor uns raus. Keine Ahnung, wie der da nochmal so viel Zeit gut gemacht hat. Ist da noch hinter Ricardo, aber. Boah, da verlieren wir fast das Auto. Auf jeden Fall deutlich vor uns. 5 Sekunden. Wir kommen immerhin vor den einen oder anderen raus, sind also jetzt auf Rang 14. Und wir haben jetzt ganz schön Glück, dass da vorne noch Ocon rumfährt, der ja auf den harten Reifen gestartet war. Und der hält Ricardo und Tsunoda gerade hinter sich richtig auf. Noch hat es keiner geschafft, an denen vorbeizukommen. Und wir haben jetzt schon 2 Sekunden innerhalb von 1 bis 2 Runden Gap geschlossen, wenn wir hier fast den Fehler machen in dieser schwierigen Schikane am Anfang der Strecke hier. Anstatt dass sie da vorne in Ocon vorbeigehen, kämpfen Tsunoda und Ricardo miteinander. Das macht es natürlich auch nicht besser für die beiden. Und wir holen da Stück für Stück auf und wer weiß, vielleicht können wir da überraschenderweise an dem einen oder anderen vorbeigehen. Aber dann müssen wir uns nur noch verteidigen und wir haben gesehen, dass die KI hier doch ganz gut überholt. Nächster Überholversuch zu Noda. Nein, das schafft er da nicht. Die Gerade ist zu kurz, um da vorbeizugehen. Das muss wenn dann auf Startziel passieren, so wie er auch uns überholt hat. Und aus dem Dreierzug ist soeben ein Viererzug geworden, nämlich ist Alonso jetzt auch hinter uns. Der ist gerade aus der Box gekommen, das heißt Ocon wird in diese Runde wahrscheinlich reingehen.
Alonso jetzt auf den Softreifen. Da hat er ganz schön was gut gemacht. Und wir verbremsen uns hier in die letzte Kurve etwas hinein. Und dann wird er versuchen vorbeizugehen, verdammt. Das war jetzt natürlich alles andere als gut von uns. Ocon biegt ab, Alonso jetzt auf der Innenbahn. Der ist deutlich schneller mit dem weichen Reifen. Da macht es eigentlich keinen Sinn, zurückzukämpfen. Wow, wow, was ist denn hier los? Alonso kriegt in diesem Moment einen Schaden. Ach du meine Güte. Oh, Leute, die Nerven. Okay, Claire. Puh. Oh, das war echt ein Schockmoment letzte Runde. Dadurch haben wir den Platz gegen Alonso wieder zurückbekommen. Und wir haben es sogar geschafft, im DRS-Fenster von Ricardo zu bleiben. Vielleicht ist unsere Pace auf Hardreifen gar nicht so schlecht. Das müssen wir jetzt mal gucken. Hinter uns ist jetzt erstmal 15 Sekunden lang gar nichts. Und dann kommt Ocon, der ja dieselbe Strategie hatte wie Alonso. Und jetzt versucht hier Ricardo außenrum an, zum Noda vorbeizugehen. Hui, das ist knapp. Da geht es aber tatsächlich, so wie es ausschaut, auch um den letzten Punkt. Und wir sind, glaube ich, jetzt Klassement bereinigt mittlerweile. Und Tsunoda ist wirklich nicht mehr schnell unterwegs. Ocon holt hinten auch 1,5 Sekunden pro Runde auf. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja die Chance, ach, das war knapp beim Anbremsen, noch irgendwie an den beiden da vorbeizugehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wenn sich eine Chance ergibt, dann werden wir es auf jeden Fall versuchen. Es geht ja, wie gesagt, um den letzten Punkt. Wo auch Ocon echt noch gute Karten hat, muss man sagen, wenn ich mir so seine Rundenzeiten anschaue. Jetzt kommen wir hier richtig gut durch die erste Kurve durch. DRS ist zum richtigen Zeitpunkt geöffnet. Ricardo wird natürlich innen verteidigen. Und dann ist da kein Platz, irgendwie zu spät zu bremsen, denn da war ja dann auch schon Tsunoda. Aber es wird auf jeden Fall ein lustiger Kampf. Und wir sind wieder super nah dran. Jetzt müssen wir die Chance wagen, Chance nutzen meine ich, und es wagen. Außenrum vorbei an Ricardo, was für ein Überholmanöver. Auf der letzten Rille. Wahnsinn. Boah, das war richtig knapp hier beim Rausbeschleunigen auf die Startzielgerade. Aber ich möchte hier unbedingt schon versuchen, an Tsunoda vorbeizukommen mit vollem ERS-Einsatz. Denn wenn wir das geschafft haben, dann haben wir da nochmal einen Puffer nach hinten. Leichter Kontakt mit Tsunoda. Das war alles andere als ideal. Hoffentlich gab es da keinen Schaden. Es wird mal nichts angezeigt. Haben wir jetzt hier die nächste Gelegenheit? Schaffen wir es auch wieder außen vorbei? Nein, noch nicht. Aber Tsunoda geht hier ganz langsam durch die Kurve. Dann gibt es eine kleine Berührung. Der streckt zurück und wir sind vorbei an Tsunoda. Okay, nochmal ganz ruhig. Sorry, dass ich da reingestochen bin, aber ich habe die Punkte vor Augen gesehen und jetzt schauen wir nochmal das Ganze an. Aus welcher Perspektive? Mal am besten aus der hier. Mal ganz langsam. Der hat da überhaupt keine gute Linie. Und ich habe die Lücke gesehen, da beim Rausbeschleunigen vielleicht neben ihn zu kommen. Aber dass er da so langsam ist, habe ich auch nicht gecheckt. Und dann gibt es hier die leichte Berührung mit dem Hinterreifen von Tsunoda. Und dann geht er nach rechts, geht vom Gas und wir gehen dadurch durch. Kein allzu gutes Überholmanöver, aber wir sind jetzt erstmal auf Rang 10. Und ich habe das Gefühl, die Reifen erleben gerade so ein bisschen ihren zweiten Frühling. Die sind jetzt gerade nochmal echt schnell. Ich hatte vorhin das Gefühl, es ist echt schwer, um die Kurven zu kommen. Aber jetzt mit 50% Abnutzung haben wir vielleicht nochmal ein, zwei Runden, wo das Ganze besser funktioniert als erwartet. Aber wir müssen trotzdem hier aufpassen, dass wir nicht einen Scheitelpunkt verpassen der ersten Kurve. Zum Noda und Ricardo bleiben im DRS-Fenster bei uns erstmal. Und wer weiß, vielleicht stößt der Ocon auch noch bald dazu. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. Okay, jetzt kommt die Fehlermeldung oder Defektmeldung. Das gibt's doch nicht. Zwei, drei Runden vor Schluss. Aktuell scheint es nur ein Verlust der Power zu sein. Aber das ist natürlich jetzt nicht geil. 61% Abnutzung haben wir da. Wir müssen uns jetzt noch zwei Runden verteidigen gegen einen herannahenden und schießenden Tsunoda und einen Ricardo. Da hinten kommt jetzt Ocon im Rückspiegel. Vielleicht bekommt er in der letzten Runde noch eine Chance, Ricardo anzugreifen, aber für die Punkte wird es für ihn nicht mehr reichen. Und wir heben uns immer das ERS auf hier für die Stadtzielgerade, denn da kommt Tsunoda gefährlich nah ran. Noch einmal verteidigt. Und jetzt drücken wir die Daumen, dass wir in der letzten Runde keinen Fehler mehr machen. Hier auch noch ein bisschen ERS einsetzen, dann kommt er zu nahe. Und dann müssen wir doch irgendwie problemlos durch die letzte Runde kommen. Die letzten Kurven jetzt.
keinen Fehler mehr machen. Und dann haben wir hier unerwarteterweise einen Punkt aus Brasilien mitgenommen. Damit hatte ich nicht gerechnet und das tut sehr, sehr gut, vor allem im Kampf mit Alpine, die heute leer ausgehen. Vor allem auch, weil Alonso ja eigentlich schon vor uns war, einen Defekt hatte. Das tut mir leid für ihn, aber für uns hätte es nicht besser laufen können. Ein ganz wertvoller Punkt für uns. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. Oh, ich schwitze jetzt so richtig nach dieser Schlussphase und ja, wie gesagt, es kam eher überraschend für mich. Ich dachte eigentlich nach dem ersten Stint, wo wir dann gesehen haben, was im Laufe des ersten Stints einfach von der Pace her möglich war, dass wir dann einfach Sekunde für Sekunde auf Tsunoda und Ricciardo verloren haben. Ich dachte nicht, dass es da noch möglich ist. Und ja, Alpine wird damit so ein bisschen zum tragischen Helden, muss man sagen, weil sowohl die Strategie der beiden Alpines als auch der Defekt von Alonso haben uns ja letztlich dazu verholfen, dass wir nochmal an Tsunoda und Ricciardo rangekommen sind und am Ende dann als verdienter, aber doch etwas glücklicher und überraschter Zehnter hier über die Linie gegangen sind. Währenddessen gewinnt Max Verstappen endlich mal wieder und wir haben beide Red Bull auf dem Podium. Das ist natürlich auch durch die schlechte Startposition von Hamilton geschuldet, aber der kam im Rennen auch irgendwie nicht nach vorne. Von daher tolles Rennen von den beiden Red Bulls. Perez wäre auch fast am Bottas dran gekommen. Vettel mit einem super vierten Platz, ein Tick schneller unterwegs als Norris gewesen, der nur Fünfter wird. Gasly kann sich vor Hamilton halten um 2 Zehntel am Ende. Schöner sechster Platz für Alpha Tauri. Dann Hamilton, Stroll und Leclerc und wir schließen die Punkteringe ab. Ja, und Schwartzmann verbesserte Pace, muss man sagen. Der ist ja vom letzten Startplatz losgegangen und ist 16. geworden am Ende. Klar hatten wir zwei DNFs hier, aber er ist vor Russell, Schumacher und Latifi und Mazepin ins Ziel gekommen. Also Respekt, Schwartzmann, das war eins deiner besten Saisonrennen. In der Rangliste gibt es daher nur eine Änderung, nämlich Gasly überholt wieder Tsunoda und ist jetzt als 10. in den Top 10. Und bei der Konstrukteursrangliste gibt es keinerlei Verschiebungen, aber wir haben jetzt immerhin 2 Punkte Puffer auf Alpine. Wer weiß, vielleicht ist es am Ende genau der Punkt, der uns dann da vorne hält. Mal gucken. Ja, und das ist jetzt irgendwie die komische Geschichte. Das hatten wir schon mal in der Saison, dass da irgendwas mit dem Geld nicht gepasst hat. Wir haben das Geld der Sponsoren nicht bekommen, obwohl wir die Ziele erfüllt haben. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, ja, damit müssen wir wohl leben, offensichtlich. Und ja, in dem Sinne sage ich trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Rennen. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus.